Wir werden hier den Schnittpunkt von zwei Geraden bestimmen. Seien angegeben diese beiden Geraden, D1 mit kartesischer Gleichung 3x minus y gleich 0 und D2 mit kartesischer Gleichung x plus y minus 4 gleich 0. Diese Gerade ist leicht zu zeichnen, denn die Zahlenpaare 0, 0 und 1, 3 erfüllen diese Gleichung. Wir haben zwei Punkte der Geraden und können sie somit problemlos zeichnen. Für die Gerade 2 sieht man sehr schnell, dass 4, 0 die Gleichung erfüllt, 0, 4 aber auch. Somit können wir die zwei Geraden, D1 und D2, sehr schnell konstruieren. Wir wissen, dass ein Punkt P1 mit Koordinate xy zur Geraden D1 gehört, dann und genau dann, wenn diese Koordinate die kartesische Gleichung von D1 erfüllt. Genau dasselbe für D2. Ein Punkt P2 mit Koordinate xy gehört zu dieser Geraden D2, dann und genau dann, wenn die Koordinate von P2 die kartesische Gleichung von D2 erfüllt. Nochmal, ein Punkt P gehört zu einer Geraden, dann und genau dann, wenn seine Koordinate xy die kartesische Gleichung der Geraden erfüllt. All diese Punkte liegen auf D1 und erfüllen also die erste kartesische Gleichung. All diese Punkte liegen auf D2 und erfüllen also diese kartesische Gleichung. Der Schnittpunkt von den zwei Geraden, der liegt auf D1, der erfüllt also diese Gleichung, er liegt aber gleichzeitig auf D2. Also erfüllt er gleichzeitig diese kartesische Gleichung. Das heißt, die Koordinate des Schnittpunktes von zwei Geraden muss beide kartesische Gleichungen erfüllen, also dieses Gleichungssystem erfüllen. Man bestimmt also die Koordinate des Schnittpunktes von zwei Geraden, indem man dieses Gleichungssystem löst. Dieses Gleichungssystem ist hier geometrisch gelöst worden und es muss als Lösung das Zahlenpaar 1, 3 haben. Aber stellen wir uns vor, der Schnittpunkt der zwei Geraden läge da. So kann man ihn nicht genau ablesen und deshalb muss man dieses Gleichungssystem dann algebraisch lösen. Okay, den Punkt machen wir wieder weg, den brauchen wir nicht. So, und lösen dieses System jetzt auch noch algebraisch. Aus der ersten Gleichung können wir schlussfolgern, dass y gleich zu 3x sein muss. Und in der zweiten Gleichung, die ich hier nochmal abgeschrieben habe, kann man dann y durch 3x ersetzen. Die zweite Gleichung enthält somit nur noch die unbekannte x und ergibt als Lösung, dass x 1 sein muss. Und in der ersten Gleichung können wir jetzt diese Zahl x durch 1 ersetzen und finden für y 3. Durch diese algebraische Auflösung von diesem Gleichungssystem haben wir also auch herausgefunden, dass die zwei Geraden sich im Punkt 1, 3 schneiden. Die Lösung eines Gleichungssystems dieser Art ergibt also die Koordinate vom Schnittpunkt der beiden Geraden, deren kartesische Gleichungen diese sind. Man kann solch ein Gleichungssystem auch per Taschenrechner lösen, aber Vorsicht beim Taschenrechner, man muss dieses System zuerst in diese Form schreiben, das heißt, links vom Ist-Zeichen sind nur x- und y-Termen, die unabhängigen Termen müssen rechts vom Ist-Zeichen geschrieben werden. Also, bevor man dieses Gleichungssystem im Taschenrechner eingibt, muss man es zuerst ein bisschen umschreiben. Jetzt werden wir sehen, wie man das per Taschenrechner macht. Wir werden dieses Gleichungssystem lösen, in der Hoffnung, 1, 3 zu finden.
Auf diesem Taschenrechner gehen wir sofort im Menü, fahren dann mit dem Cursor auf dieses Feld, das ja eine Gleichung darstellt. Hier steht es dann auch sofort Gleichung. Tippen dann auf Enter und haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder ein Gleichungssystem oder eine Polynomialgleichung. Wir möchten ein Gleichungssystem lösen, tippen also auf 1, so, können jetzt wählen, wie viele Unbekannte es gibt, 2, 3 oder 4. In unserem Gleichungssystem haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten x und y, also wählen wir die 2. 2. Da erscheint schon ein kleines Gleichungssystem. Hier müssen wir jetzt nur noch die Vorzahlen von x und y eingeben, sowie auch die unabhängigen Termen, die, wie man sieht, rechts vom Ist-Zeichen stehen müssen. Die Vorzahl von x in der ersten Gleichung ist 3, also tippen wir 3 und dann Enter. Die Vorzahl von y in der ersten Gleichung ist minus 1. Wir tippen also minus 1. Enter. Die unabhängige Zahl ist in der ersten Gleichung 0. Wir tippen also 0 und machen Enter. In der zweiten Gleichung sind die Zahlen, die einzugeben sind, 1, 1 und 4. Machen wir das 1. Enter. 1. Enter. 4. Enter. Die Zahlen sind alle eingegeben. Wir tippen nochmal auf Enter. Und sofort erscheint x gleich 1, jetzt nochmal auf Enter, y gleich 3. Der TR findet also ebenfalls als Lösung dieses Gleichungssystems das Zahlenpaar 1, 3.